Empire Bell 7,45. Den hier auf. Nicht vorgewärmt. Wir sind aufgetaucht. T1. Oh, 3. Besser. 5,5. Ah, wir gehen sogar auf 6 Meter. Rohr 3 ist bewässert. Deckung liegt an. Rohr 3 fertig und bewässert. Rohr 3 dann los. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 47 von U-Boot auf U564. Wir schreiben den 17. August 1941 und unser Boot befindet sich, wie in der letzten Folge ausgewählt, auf Patrouillenfahrt in der Keltischen See im Plankorat BF1. Wir spielen hier aktuell die Beta-Version mit der Preview Nummer 15 vom 21. Juni 2024. Das war Freitag. Hier dann die Ankündigung, genau in einer Woche, am 28. Juni 2024 ab 18 Uhr werden wir einen Livestream machen, am 18 Uhr an. Und ich würde mich freuen, wenn ihr zahlreich dabei seid. So, genau, abendfüllend. Mal sehen, wie lange, 2 Stunden, 4 Stunden, 6 Stunden, je nachdem, wie lange ihr und wie lange ich Lust dazu haben. So, kommen wir zur heutigen Folge. Wie gesagt, wir sind im Planquadrat BF1 auf Patrouille unterwegs. Einmal Lageübersicht, ich schaue auf die Karte. Ihr seht das hier schon, diverse Einzeichnungen. Da ist unser Operationsgebiet. Wir sind von La Rochelle hier hochgefahren. Ich habe hier unten angefangen, rund zu horchen und hatte meinen ersten Kontakt dann hier oben in BF1-2. Punkt 3 ist hier falsch beschriftet, hätte Punkt 2 sein müssen. Der zweite Punkt, der hat eben nicht funktioniert. Dann konnte ich mir den Kurs eines Geleitzuges, den ich hier erhorcht habe, einzeichnen. Das ist diese Linie hier. 5 war nochmal eine direktere Peilung, da war ich schon relativ nah dran. Und ich erwarte den Konvoi aktuell in diesem Bereich hier oben mit Kurs eben nach Nordosten weiterführend. Wir haben hier eine Funkpeilung erhalten von einem befreundeten U-Boot, das waren 80 Kilometer entfernt oder mehr als 80 Kilometer entfernt, deswegen die 80 dahinter. Und hier war noch ein Einzelfahrer, der aber Richtung Westen unterwegs war. Da fand ich den Geleitzug hier oben als interessanter. Gut, was habe ich offscreen gemacht? Die Mannschaft war nicht auf Landurlaub, aus dem einzigen Grund, dass ich das vergessen habe anzuklicken. Die Forschung ist soweit abgeschlossen, dass wir jetzt wieder die Täuschkörper dabei haben. Ihr seht das hier, unser erster VO Hoffmann hat wieder die Sonartäuschkörper im Gepäck. Wir haben jetzt hier den nächsten Peilpunkt angefahren. Was eben schon zu sehen war, die Sicht ist miserabel. Wir wollen mal schauen, wie wir an den Geleitzug hier oben herankommen. Ich zeige euch das hier nochmal. Die Sichtweiten liegen hier bei 800 Metern ungefähr. Wir haben 9 Uhr am Vormittag. Ich schalte hier mal wieder auf normale Beleuchtung um. Ich weiß aber gar nicht, ob das was bringt bei den Verhältnissen. Und wir lassen das Ganze etwas weiterlaufen, fahren hier ganz normal hoch. Und werden jetzt nochmal auf Periskoptiefe gehen, dass wir nochmal den Konvoi anpeilen. So, einmal Seerohrtiefe. So, genau. Da sind die Horchkontakte 5 bis 10. 5 bis 10. Die sind alle hier 3 bis 5. Er ist der nächste. Und die Peilungen sind hier in diese Richtung. Ein Kurs liegt ungefähr so an. Jetzt kommen wir schon die Meldung. Frachter in Sicht 300 Grad von uns aus. Also ungefähr die Richtung. Wir schauen einmal raus. Wird auch Alarm gegeben. So, 300 Grad, also in diese Richtung. Ja, da wird auch schon was angezeigt. Ich kann nur nichts sehen, weil der Wellengang zu doll ist. Also richtig schwerer Seegang hier. Wir rasten da mal ein, was wir da haben. Ein Frachter. Okay, seht ihr das? Was für eine Waschküche, was für eine Suppe hier. Ein Sauwetter vor dem Herrn. Und da ist der Kamerad. Okay. Seht ihr das, wie nah wir ran müssen? Ich werde jetzt Horst Weber an die Tiefensteuerung setzen. Dann verlieren wir natürlich hier die äußerste Kraft. Das macht aber nichts. Wir gehen auf große Fahrt. Fahren da hoch. Kurs verläuft hier hoch. Können maximal 800 Meter weg sein. Also ich gehe mal hier so auf 700. Würde das Ganze so anfahren. Ja, große Fahrt machen wir noch, genau.
sodass wir da auf sich kommen. Ich weiß nicht, laut den Horch-Kontakten dürfte hier vorher nichts mehr fahren. Die anderen sind alle dahinter. 3 bis 5, 2 bis 3, 3 bis 5, 5 bis 10 und der Kamerad hier hat auch 3 bis 5 Entfernung. So, dann wollen wir mal schauen, dass wir den Frachter hier in Sicht bekommen, was wir da denn letztendlich haben. Sie sind getaucht. Hm? Ja, genau. So, wir werden relativ nah ran müssen. Das reicht noch nicht mal. So, da ist er. Gut, dann werden wir so parallel erstmal mitfahren. Entfernung sind jetzt hier, warte mal, 400 Meter. So, bitte so fahren. Funken das noch nicht durch. Wir gehen mit der Fahrt einmal runter, sonst fahren wir ihm weg. So, 64%, da fällt mir gerade auf. Wir müssen WO noch sagen, er soll an den Torpedo-Vorhalterechner gehen. Das Ganze da oben ein bisschen schneller geht. Ausgeschlafen ist die Mannschaft dieses Mal, bis auf Horst Weber, der ein bisschen angeschlagen ist hier. Aber an sich sieht das gar nicht so verkehrt aus. 80%. Sobald wir da 90% erreicht haben, werde ich 90 Grad nach links abknicken, also nach Backbord abknicken. Dann werden wir schauen, dass wir hier den Frachter eine verpassen. So, jetzt ist es soweit. Machen hier einmal quer rüber. Ich gehe natürlich mit der Fahrt hier runter. Wir stoppen sogar die Fahrt. Wir fahren sehr nah ran. Wir stoppen die Fahrt, genau. Alle Maschinen stoppen, richtig. Und dann wollen wir schauen, was wir da haben. Wir haben Empire Explorer, zumindest was wir überhaupt sehen können. Schaut euch die Wellenberge hier an. Empire Explorer, Tiefgang 8,9 Meter. Das heißt, wir gehen hier ran mit einem T1 und dem einfachen Zünder, genau. T1 bewässern. Gehen auf 6,5, 40 Knoten. Checken. Sieht soweit okay aus. Wie gesagt, wir haben hier hinten mittlere Fahrt. Da sind zwei Einheiten. Eine und noch eine. Gut, die fahren alle relativ weit auseinander. Das täuscht natürlich auch, weil wir so wenig Sichtweite hier haben. Aber ich denke, wir werden den Schuss jetzt hier wagen und dann schauen, ob was auf uns zukommt. Oder was wir hier für einen Konvoi haben. Es waren nicht viel. Es waren irgendwie 6 bis 12 nur. Nur in Anführungsstrichen natürlich. Von daher mache ich mir hier nicht die größten Sorgen. So. O1 ist fertig und bewässert. Deckung liegt an. Tiefe ist eingestellt. O1 dann los. Los! 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. 30 Sekunden. So, wir sind hier sehr nah dran. Oh, wir sind sehr nah dran. Ja, Treffer mit Schiff. Etwas achtern, aber ich glaube, sehr guter Treffer. Die Empire Gale hat hier auch nur 2700 Bruttovistatonnen. Ja, schaut euch das an. Säuft hier sofort ab. Genau, den haben wir schon mal versenkt. 2700 Bruttovistatonnen. Rettungsboote, ich weiß gar nicht. Wir müssten relativ nah dran sein. Sind wir hier vorne schon? Ne, das täuscht. Da hinten sind wir. Doch nicht. Ich kann es gar nicht sehen, weil es so ein Schiedwetter ist hier. Gut. Nächster. 1 bis 2. 2 bis 3. 1 bis 2. Der Kamerad kommt auf uns zu. Neue Funktelegramme. Genau. SSS. Wir sind torpediert worden. Alles klar. Es ist chiffriert. Und hier ist nochmal der Einzelfahrer, den wir von dem anderen U-Boot gemeldet bekommen haben. Das war hier hinten der Horchkontakt. Ich sagte hier hinten... Wo ist er denn ganz? Da, Funkpeilung ca. 80, da sind wir jetzt auch schon 200 Kilometer von weg, mindestens, ja, 211 plus die 80, die das noch waren, also gute 300 Kilometer entfernt. Widmen wir uns hier unserem Geleitzug. 1 bis 2, 1 bis 2, ich würde jetzt tatsächlich den hier als nächsten angehen.
erstmal schauen, was auf uns zukommt, ob da Geleitzugschiffe bei sind, Kriegsschiffe. Er kommt zügig auf uns zu. Mal gucken, vielleicht können wir den frontal eine verpassen, wenn er kommt. Mittlere Fahrt, also die haben die Fahrt nicht erhöht. Mittlere Fahrt, langsame Fahrt, mittlere Fahrt. Keiner von denen hat die Maschinen hochgedreht, um uns zu jagen. Okay, wieder hören wir das gerade nicht. Oder wir haben es tatsächlich nicht mit Kriegsschiffen zu tun. Da dürfte jetzt ins Bild kommen. Es ist tatsächlich... Oh, ein Tanker, oder? Schusslösung. Sicht ist gleich wieder null hier. Tanker, da steht es auch. Ja, tatsächlich. Ihr seht das hier. Das ist aber kein Tanker hier. Doch, ist doch ein Tanker. Genau, ist die Vollklasse, ne? Schauen. Warklasse. Das ist falsch. T2 ist das definitiv nicht. OL-Klasse ist auch nicht. Was haben wir denn hier jetzt? Schwer zu erkennen. Ja gut, wenn es Warp Random heißt, wird es wahrscheinlich die Warklasse sein. Ja, logischerweise. Hätte er auch vorher drauf kommen können. Sonnenstein in der Mitte, die beiden Aufbauten. Das ist definitiv ein Wellenberg und das ist definitiv eine Warklasse hier. 9,55 Meter Tiefgang. Ist klar, Kurse berechnen. Wird schon. Dann hier parallel mit auf halber Fahrt, das ist okay. So, der Kamera zackt hier natürlich fleißig. Fahren ein bisschen weiter ab. Ja, Kurs liegt schon bei über 90%. Das ging richtig zackig hier. Ich bin gespannt. Von den anderen kommt keiner auf uns zu. Daher glaube ich nicht, dass wir da irgendwas mit Kriegs- oder Kampfschiffen zu tun haben. So, er zackt immer noch. Waren jetzt 7 Knoten. Er macht auch 7 Knoten. Okay, wir müssen einmal hoch mit der Fahrt. Wir hatten bei der Missionsauswahl die Warnung vor regem Flugzeugverkehr in dieser Region. Ich sage ja, entweder ist hier ein Träger unterwegs irgendwo in der Keltischen See oder die sind landgestützt. Das wissen wir nicht. Ich hoffe, dass wir bei dem Sauwetter hier, das ist natürlich, spielt uns in die Karten, dass wir da Möglichkeiten haben, der Fliegerei zu entgehen. So, wir gehen auf eine langsame Fahrt runter. An den Kameraden hier an. Er zackt immer noch. Dürfte jetzt zurückzacken. So ein Stück weiter. Jawohl. Und da ist er. So, Tanker, Warklasse, 9,5 Meter Tiefgang. Wir gehen da mit dem guten Zünder ran. T1, Rohr 2. 4 Meter Tiefgang. Tanker. Üblich für die Lagertanks, um die zu entzünden. Das sieht gut aus. Rohr 2 fertig und bewässert. In Deckung. Rohr 2 los. Los! 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. Hier ist raus. So, der Kamerad hier oben. Mittlere Fahrt entfernt sich. Mittlere Fahrt. Er kommt auf uns zu. Und hier unten haben wir noch gleichbleibend. Fahren dann noch weiter rüber erstmal. Er geht tatsächlich vorbei, oder? Tatsächlich. Da. Seht ihr ihn? Er rutscht hier gerade vorbei. Gut, schade. Den Aal haben wir versenkt. Nicht so schnell. Gehen wieder auf große Fahrt. Das ganze Manöver nochmal. Jetzt macht er 12 Knoten. Der Tanker fährt uns hier mit 12 Knoten davon. Da kommen wir unter Wasser nicht hinterher. Haben wir die Kursberechnung noch? Ja. Hier das Risiko ist ein, dass wir hier auftauchen. So, über Wasser, große Fahrt, da ist der Kamerad. Haben wir in der Parallel mit. Genau, jetzt haben sie uns natürlich entdeckt, weil wir über Wasser sind. Haben wir noch 100% erreicht.
So, es ist mit den Wellen hier. Man sieht das immer, wie die Sicht immer wieder weggeht. Weil wir halt immer wieder unter Wasser drücken. Die Tiefensteuerung ist dann nicht mehr besetzt, weil wir aufgetaucht sind. Aber wir werden das Ganze jetzt nochmal versuchen. Da oben ist der nächste Frachter. Das haben wir, eine Empire-Klasse. Empire Anan. Okay. Das wird dann unser nächstes Ziel erstmal. So. Jaloy muss hier einmal bitte das Periskop besetzen. Oh, Fahrt stoppen. Jetzt sind wir natürlich ein bisschen nah dran, weil ich nicht aufgepasst habe. 200 Meter maximal. Okay. Habt ihr das gerade gesehen, wie unser Boot sich bewegt hat durch den Wellengang? Wir liegen da nicht fest unter, nicht fest vor Anker, hätte ich beinahe gesagt, auf der Position. Ja, man sieht hier gar nichts. Da ist der Frachter. Rohr 1, Bewässer. 4 Meter Tiefgang, sind auch, Deckung liegt an. Ja, ich würde jetzt hier gerne feuern. Ah, toll. Na toll. Wir müssen jetzt auch lenzen wieder. Ich hab hier. Eigentlich hatte ich das gemacht, aber okay. Wir sind die ganze Zeit unter Wasser gefahren und durch den schweren Seegang haben wir natürlich Probleme hier. Also gehen wir auf halbe Fahrt. Fahren einmal an dem Tanker vorbei. Aber der kommt jetzt hier nicht mehr. Ich vermute, dass wir hier echt keine Kriegsschiffe unterwegs haben. Und dass wir da ganz entspannt an die Frachtschiffe hier ran können. Ist halt bei dem Seegang ein bisschen schwierig, dass wir nicht über Wasser operieren können. Hat auch Vorteile, denn machen wir es halt einfach nicht. Also über Wasser meine ich mit dem Deckgeschütz operieren. Ja, ist ja klar, dass er jetzt wieder Alarm gibt. So, Druckluftvorrat wird jetzt gleich angehoben. Keine Ersatzteile, warum nicht? Das wundert mich. Und fahren wir den Kameraden hier nochmal von der anderen Seite an. Zack, jetzt weg. Jetzt zackt er aber ganz gewaltig weg. Jetzt ändert er den Kurs hier komplett. Okay, vielleicht sollten wir doch tauchen. Aber jetzt hat er uns eh gesehen. Wir dürfen nur die anderen nicht zu viel verlieren hier. Das kann hier mal raus. Weil die schippern hier natürlich auch alle noch rum. Okay. So, jetzt sollten wir feuern können. Okay. Gute Zünder. So schnell wie möglich laufen lassen. Okay, jetzt haben wir natürlich beide. Weiß ich gar nicht, was er hier vorhat. Hm. Okay. Das Spiel würde uns ärgern. Natürlich wurden wir entdeckt. Ah, wir stellen das gerade ein bisschen doof an. Also genau genommen nicht ihr, sondern ich. Ist ein bisschen unglücklich hier gerade alles. Aber den Tanker lasse ich hier nicht ziehen. Das wird mir nicht passieren. Zack, jetzt zurück. Verpass ihm jetzt eine, hoffentlich. So. 44 Knoten, 4 Meter Tiefgang. Schusswinkel wird aktualisiert. Ich weiß nicht, wo er jetzt hinschießen will. Völliger Blödsinn, da hinten hinzufeuern. Okay, es scheint an mir zu liegen. Dass jetzt hier der Torpedokurs da hinten rausgeht, das ist ja völliger Humbug. Jetzt haben sie es kapiert. So, 44 Knoten Kampfentfernung dürfte relativ gering sein hier mit 500 Metern knapp. Sollte mit dem Zacken nicht mehr hinhauen. So, es ist jetzt wieder dieser 90 Grad Winkel nach Steuerbord raus.
Das wollten wir eigentlich nicht mehr, aber in dem Fall mit den Sichtweiten werde ich es jetzt so machen. Also Rohr 2 hier fertig und bewässert. Rohr 2 los. Der Torpedo ist unterwegs. Sieht soweit gut aus. Ja, und gleich die Fackel hinterher. Schöner Treffer. Dafür, dass wir den ersten so vehement vorbeigesammelt haben. Ja, es ist komplett explodiert. Sofort abgesoffen. Die Rettungsboote sind nicht mal... Okay, das wollen wir nicht so viel sehen. So, der andere Frachter war hier oben. Kommen wir da einmal hoch. Wir gehen auf die große Fahrt wieder hoch. So, Schiffe in Sicht. Wir machen uns hier nochmal Markierung für den Fall, dass wir dort noch Rettungsboote versorgen könnten. Einmal Seerohrtiefe für die Heilung. So. Würde ich die Peilung jetzt auch gerne haben. 2 bis 3, okay. Da sind die anderen. 0 bis 1000. 1 bis 2 Kilometer. 1 bis 2 Kilometer. Das ist er hier unser nächstes Ziel. Er wird da hochfahren. Fahren wir auch da hoch. Haben wir hier gar keine Sicht mehr. Warum nicht? Weil die Tiefensteuerung nicht besetzt ist und wir wieder unter Wasser sind. Interessiert mich jetzt. 10 Meter. Okay. Finde ich alles sehr interessant, dass wir so weit unter Wasser sind, aber da ist der Frachter schon. In der Ansicht sehen wir ihn da vorne. Und wir sind offensichtlich so weit unter Wasser, obwohl das Periskop hier ausgefahren sein soll. Jetzt haben wir Sicht. Es lag wirklich hier an der nicht bemannten Tiefensteuerung. Trotzdem einen wegnehmen. So. Da ist der Kamerad. Gehen mit der Fahrt runter, langsame Fahrt. Ja, und da sind wir wieder durch die Wasseroberflächen nach unten weggebrochen. So kommen wir hier nicht viel weiter. Und haben wieder keine Sicht. Also, wir greifen doch über Wasser an. Immer noch keine Kriegsschiffe, ich habe keine Meldung bekommen, keine schnellen Schraubengeräusche, gar nichts. Empire Raven haben wir hier. Zack, jetzt ganz weg von uns. Zack, jetzt zurück. 95%. Empire Bell 7,45. Gehen hier auf nicht vorgewärmt. Wir sind aufgetaucht. T1. 5,5. Ja, wir gehen sogar auf 6 Meter. Rohr 3 ist bewässert. Deckung liegt an. Rohr 3 fertig und bewässert. Rohr 3 dann los. Los! Torpedoversager. Okay, direkt versagt im Rohr. Okay. Rohrkrepierer. Rohr 2 bewässert. Dann den nächsten gleich hinterher. Ist dein Kurs aus? Passt noch. So, Rohr 2, das liegt alles an, Deckung liegt an, Rohr 2 fertig und bewässert. Rohr 2, los. Los! 40 Sekunden bis Torpedo einschlagen. 20 Sekunden. So, seht das jetzt, wie weit wir hier aus dem Wasser sind, hier an dem Seerohr, an der Seerohranzeige. Schauen wir uns das mal an, ja, wir sind hier, wie weit das Periskop ausgefahren ist. Wahnsinn. Ja, schöner Treffer.
Seht ihr den Schaden hier unten? Ja. Ah, dann wird hier gleich absaufen. Ja, ein Feindfahrt ist hier schon abgeschlossen. Okay, das war der nächste Frachter. Die Zusatztonnagen von 10.000 Bruttoregistertonnen haben wir hier auch bereits erfüllt. So, jetzt sind wir ja sowieso schon aufgetaucht. Dann können wir hier auch gleich die Rettungsboote versorgen. Hier sind die beiden Offiziere, die nehmen wir gleich mit. Wrack. Vier überlebende Vorräte verteilen. Hier gibt es Kartoffeln. So, alles Gute, Männer. Das gleiche für das andere Boot. Noch einmal Kartoffeln. Männer, alles Gute. Bei dem Sauwetter hier draußen sehe ich eure Chancen jetzt eher gering an. Aber wer weiß. So, wir wenden einmal. Wir funken jetzt doch. Und theoretisch müssten uns die anderen ja entgegenkommen. Genau, wir gehen jetzt auf Brückenwache. Da kommt der nächste. Empire Simba. Kommt hier auf uns zu. Und jetzt sind wir wieder unter Wasser gewesen. Die Sicht springt jedes Mal hin und her. Dass wir hier kaum vernünftig operieren können. So, wir gehen auf kleine Fahrt runter. Schauen wir, dass wir hier den Kurs schnell berechnet bekommen. Haben wir schon. Wendet jetzt von uns weg. Zack, von uns weg. Zack, jetzt hin. Wir erhöhen die Fahrt. Der Kamerad macht 6 Knoten. Genau, so. Zack, jetzt gerade zu uns hin. Wir sind sehr nah dran wieder. 200 Meter. So, T1 mit dem guten Zünder. Was haben wir denn da überhaupt für ein Schiff? Ich weiß es gar nicht. Wir haben auch keine Sicht drauf, ne? Ach ja, weil wir ja auf der Brückenwache sind, da können wir wieder nicht einrasten. Okay, das bedeutet, wir müssen hier doch wieder ans Periskop gehen. Gott sagt jetzt zu uns hin. Da haben wir gerade keine Sicht. So, schaut mal hier. Ich kann das gar nicht auswählen. Jetzt ist er wieder an der UZO. Ja, nicht die Sicht verlieren. Da haben wir den Kameraden Empire Tower, ist das 8,4. Sinken des Wracks. 6 Meter ist okay. Deswegen wird aktualisiert. Das wird wahrscheinlich gleich wieder rausspringen, weil wir die Sicht wieder verlieren. Vor allem werden wir gleich kollidieren. Oh, oh, oh. So, was haben wir jetzt für eine Entfernung hier? Kann ich da überhaupt noch feuern? Das sind keine 100 Meter. Okay, so nah wollte ich im Ganzen eigentlich nicht kommen. Halbe Fahrt zurück. Halbe Fahrt zurück. So, Schusswinkel wird aktualisiert, liegt hier noch nicht an. Wir fahren erstmal weiter. So können wir nicht feuern, so wird das nichts. Wir werden jetzt feuern. So, Empire Tower 6 Meter Tiefgang. Schusswinkel wird aktualisiert. Das ist hier noch nicht deckungsgleich. Das ist der Winkel sogar über 90 Grad nach Backbord raus. Nach Steuerbord, Verzeihung. Kein schöner Angriff. Absolut kein schöner Angriff. Ist auch die Frage, ob wir uns hier jetzt gleich selber befeuern oder ob wir den erstmal rammen. Alle Maschinen, stopp. Halbe Fahrt zurück.
Kompressor an, Lenzen. So, jetzt die Fahrt gestoppt. Wir machen jetzt zur Rückwärtsfahrt. Der Schusswinkel wird aktualisiert. Ihr seht das hier, eigentlich ist es aktuell, aber er sagt hier, es ist nicht aktuell. Ich werde jetzt diesen Torpedo, diesen Aal abfeuern. Berechnung des Schusswinkels ist noch im Gange. Ne, jetzt nicht mehr. Jetzt ist er rausgefahren. Okay, ist alles ein bisschen schwierig hier bei dem Sauwetter. Ist bestimmt total anstrengend zuzusehen. Es tut mir auch leid, es ist auch gerade anstrengend, das runterzuspielen, weil wenn wir auf Periskoptiefe gehen, haben wir keine Sicht. Fahren wir über Wasser, sehen die Frachter uns. Natürlich logisch. Und ja, machen hier diese wilden, dieses wilde Zacken. Suchen wir es hier nochmal. Ist halt auch, er hat hier keine Sicht, ne? Sieht gar nichts und ich verstehe es gar nicht. Angeblich sieht er ihn da hinten. Aber er wird hier gar nicht angezeigt. So, Deckung liegt hier an, wird hier unten aber nicht angezeigt. Wir werden jetzt feuern, bestätigen. Ich bin mir halt gerade nicht sicher, ob es tatsächlich am Spiel liegt, an dem Wetter, oder ob es an der Beta liegt, dass wir hier Probleme haben. Nur noch den Versager, okay. Kommt ja auch eins zum anderen jetzt. Also, wenn wir jetzt doch einmal mit der 8.8er da rangehen, bevor wir hier noch weiter rumeiern, ist vielleicht noch ein Einfang von dem Kameraden, dass der uns irgendwann rammt. So, Brückenwache besetzen. Und dann bitte die Deckgeschütz besetzen. 200 Meter, eigentlich kann der Kloy auch mit dem 20 mm Kanone nachhelfen. So, Freunde, Feuer frei. Ja, dann lege ich das schon los. Kann ich halt kaum feuern. Seht ihr das an? Völlig unter Wasser. Erster Schuss. So, wir hätten das gerne. 4200 Bruttoregistertonnen. Ja, ein Brite. Das ist unfassbar, was für ein Seegang hier ist. Also das, was wir machen, hatten wir schon mal in einer Folge. Wäre in der Realität so nicht möglich gewesen. Ich kann auch selbst hier im Spiel kaum feuern. Seht das, ich bin schon wieder unter Wasser. Und macht es auch keinen Spaß. Jetzt steht er in Flammen. Ich sehe auch gerade, er hat hier den Kurs komplett angepasst. So, wird vor uns sein, da ist er. Er braucht ja noch 30 Schuss hier und wir wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen. Feuer! Feuer! Ja, es ist einfach nicht zu machen, es tut mir leid. Jetzt nimmt das Schaden. Wir fahren voll drauf zu. Alle Maschinen stopp. Nicht feuern. Also ich bezweifle, dass in der Realität bei diesem Seegang hier überhaupt ein Angriff gefahren worden wäre. Ich kann die Kanone nicht mal abfeuern. Ich habe gerade zweimal versucht zu klicken. Er feuert gar nicht. Jetzt feuert er.
So, weiterfahren. Langsame Fahrt. Ja, Kamera steht ja auch in Flammen immer noch. Jetzt ist er evakuiert. Und sollte hier auch absaufen. Noch ein Gnadenschuss von uns. Jawohl, er ist auseinandergebrochen, man hört das auch. Und direkt abgesoffen. Gut, wir holen uns hier natürlich direkt die Rettungsboote. Verbandskasten, Getreide, Gemüse, das ist alles okay. Hier sind drei Mann drauf. Da sind die beiden Offiziere direkt. Okay. So. Vorräte, einmal wieder Kartoffeln. Männer, alles Gute. Mir schöneres vorstellen, als aus so einer Nussschale hier mitten auf dem Atlantik rumzutreiben. Ihr bekommt auch nochmal Kartoffeln. Alles Gute. So, das war das. Und einmal funken. Wir fahren nach Norden weg. Gehen auf Periskoptiefe. Schuster besetzt bitte den Horchraum. So. Seerohrtiefe liegt an. So, der eine Kamerad ist hier 3 bis 5 Kilometer weg. 3 bis 5 auf uns zukommt. 3 bis 5, 4 bis 9 Einheiten sind hier noch. Genau, sinkende Wracks, Verzeihung, da habe ich mich wieder verschaut. Schiffsschrauben 3 bis 5. 3 bis 5 haben wir da oben auch nochmal. So, Peilung ist dort. Kurs wird in etwa so sein. Das heißt, wir fahren hier parallel hoch. Aufgetaucht. Große Fahrt voraus. Und da hinterher. So, Lenzen bei dem Regen. Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. So, Kompressor. Warum füllt er sich eigentlich nicht weiter? Wir machen mal einen E-Kompressor an. Kompass ist aktiv, das läuft alles. Okay. Alarm beenden. Konvoi in Sicht. Peilung. Da ist er. Empire Anan. Genau, das ist der erste, der hier weggefahren war. Alarm. Auf Gefechtsstation. So, Kurse berechnen. Los geht's, lasst uns einige Schiffe versenken. Einmal auf Seerohrtiefe runter. Sie eine Schusslösung. Auf Seerohrtiefe. Auf E-Motoren wechseln. So, man sieht das hier, wie knapp die Sicht hier ist. Wir gehen auf Rotlicht, vielleicht sehen wir ein bisschen mehr. 8 Knoten. Ja, jetzt kommt natürlich die Horchmeldung da hinten wieder. Da ist der Kamerad. So, hier berechnen. Dann parallel fahren. Seht ihr, die Kampfentfernung ist schon wieder sehr gering. Wir haben schon wieder nur einen halben Kilometer. Und der fährt uns, glaube ich, auch davon, ne? Vertäuscht das. Wir sind tatsächlich auf AK hoch. Haben wir ihn verloren? Da ist er wieder. So, 10%. Das ist okay. 12%. Ich verstehe jetzt gar nicht, warum das so lange dauert. Darum, wir sind so nah dran, aber bei dem Seegang ist es natürlich schwierig, dass die Männer sich da darauf konzentrieren können. Aber wenn wir so fahren, holen wir ihn leicht. Haben einen guten Schusswinkel gleich. Das sieht doch alles gut aus. So, jetzt sind wir schon bei 60%. Ja, es ist wieder durch die Wellen brechen. Wir können hier nochmal die Tiefensteuerung mit aktivieren. Haben wir schon wieder. Dadurch, dass wir eben aufgetaucht waren, ist natürlich ist die Tiefensteuerung wieder unbesetzt gewesen. Jetzt müssen wir der Fahrt tatsächlich runtergehen. Und setzen das Boot jetzt zur Angriffsposition an. So, einmal die Komprimierung stoppen. So, Sicht ist gleich null. Wie sieht es hier aus? Ja, da hinten ist der Kollege Empire Explorer 5-7. 15 Meter. 8,9. Gehen auf Rohr 4 bewässern.
Auch nicht gewartet, auch nicht vorgewärmt. 6 Meter ist okay. 44, wir gehen auf 40 Knoten runter. So, Entschuldigung, da hat das nicht funktioniert mit dem Klicken. So, Deckung liegt an, wir fahren darauf zu. Man sieht das, wie das Schiff immer größer wird. Rohr 4 fertig und bewässert. Tiefe eingestellt, Rohr 4 hier los. Los! 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. Wir sind schon wieder so nah dran. Was kann die? Ah, Midship-Treffer. Hülle ist direkt weg gewesen. Schöner Treffer hier. Und die anderen wird hier auch ganz schnell absaufen. Jawohl, da sind sie abgesoffen. Der weiß uns als äußerst bedrohlicher Gegner, Herr Kaloy. Ja gut, das sah bei den anderen beiden Schiffen und dem Frachter hier, dem Tanker vorher nicht so aus, Männer. Da haben wir uns ein bisschen dusselig angestellt. So, kleine Fahrt. Stopp. So, einmal Wracks versorgen. Hier, Rettungsboot 2 Überlebende. Da sind auch die beiden Offiziere drauf. Sehr gut. So, haben wir noch 9 Vorräte. Es gibt hier wieder Kartoffeln. Na, alles Gute. Was haben wir an Treibgut? Exotische Früchte. Okay, das kann alles hier bleiben. Und dann hatten wir noch 2, die uns hier entgegenkamen. Die nehmen wir natürlich noch mit. Gehen auf Seerohrtiefe. So, Hydrofon ist besetzt. Schrauben, da kommen die beiden auf uns zu. Peilung ist hier. Da ist noch eine Peilung. 10 bis 20. Okay, das sind die anderen wieder. 2 bis 6, also 2 bis 6 gleich bleiben. Die geben auch kein Gas hier, aber die kommen auf uns zu. Da ist der nächste Konvoi, aber der ist sehr weit weg. 50 bis 80, mittlere Fahrt. Was haben wir? 9 bis 19. 9 bis 19. So, mal schauen, wo der hinfährt. Erstmal holen wir uns jetzt hier noch den Einzelnen. Der wird ja hier Pi mal Daumen genau auf uns zukommen. Wir werden den Kurs ein bisschen anpassen. So, Rotlicht bringt hier gar nichts. Wir gehen auf normale Beleuchtung. Ihr seht das, wir haben keine Kriegsschiffe, die uns hier attackieren. Wir haben keine Fliegerei, bei dem Sauwetter kein Wunder. Und von daher kann ich hier auch diese ganzen Apparaturen, Kompass und die Beleuchtung, das kann ich alles anlassen. Alles entspannt hier. Nahezu langweilig, würde ich sagen. Und dafür mache ich es spannend, wie ich mit den Frachtern tanze, um da ranzukommen. So, 2 bis 3 kommt jetzt hier gleich in unser Sichtfeld. Ah, fährt ein bisschen südlicher. So, gehen wir hier auf halbe Fahrt. Da ist er. U-Dale, das klingt schon wieder nach einem Tanker. Große Fahrt voraus. Große Fahrt sind hier 8 Knoten. Wir gehen auf AK wieder hoch bei dem Wellengang. Auf diese Koordinaten setzen. Bestätige. 10 Knoten liegen an. Da sind die Wracks hier, genau. Okay, der entfernt sich. Wir müssen tatsächlich auftauchen, um daher zu kommen. Sonst fährt er uns davon. Da ist der Kamerad. Einmal die Komponierung hier stoppen. Schauen hier. Schaut euch das an. Hier ist null Sicht. Null Sicht ist hier. Er ist leicht nach Steuerbord raus. Also 0 Grad und dann hier rüber.
Und da ist er doch. Ja, guten Morgen, hallo. Das ist auch ein Tanker. Das müsste Schornstein 8 dann sein. Das müsste ein T2 sein, oder? Ne, Dale-Klasse ist das, genau. 8,46 Meter Tiefgang. So, da ist er. Wird schon berechnet? Ja. Und wir fahren hier weiter. Gehen mit der Fahrt eine runter auf große Fahrt. Ja, klar gibt der Alarm. Ja, wir haben schon 80%. Die Entfernung würde ich jetzt eigentlich direkt feuern. Haben wir überhaupt noch Aale drin? Wird geladen, okay. Der Torpedo-Offizier Knot braucht hier mal ein bisschen Unterstützung. Das Laden ist doch deutlich länger, als ich das vom Empfinden finde ich das viel, viel länger als vorher. So, jetzt verpassen wir ihm eine mit dem Hecktorpedorohr. Da ist der Kamerad. Ne, so bestimmt nicht. So. T1, Tanker 4 Meter, 40 Knoten ist okay. Deckung liegt noch nicht an. Wir sind zu schnell. Wir sind viel zu schnell. Er zackt natürlich wieder wie verrückt. Ich habe den gleichen Fehler gemacht wie bei dem ersten Frachter. Ist ganz, ganz schlecht. Ganz schlechte Beinfahrt hier von mir. Kleine Fahrt voraus. So, wir fahren hier nach Norden weg, sodass sich unser Kurs entsprechend anpasst. Okay, jetzt passt das besser. Könnte Fehlschuss werden, aber ich werde jetzt auf die Entfernung mit dem Hecktorpedorohr hier feuern. Rohr 5 dann fertig und bewässert. Deckung liegt an. 5 hier los. Schauen wir uns das an. Alles hier sehr schnell unterwegs. Mit den Entfernungen geht das natürlich zügig. Da kommt der Aal. Und sieht gut aus, sieht sehr gut aus. Schöner Treffer. Tankerfackel 2, 3. Tanks explodiert. Ja, und auf Wiedersehen. Seht das, wie schnell die hier absaufen. Auch der verlässt uns. Geht hier ratzfatz. So, das musste nochmal sein, Verzeihung. Und auf Wiedersehen. So, dann haben wir jetzt noch die 2 bis 6, die uns da von Südwesten noch entgegenkommen. Funken das hier einmal durch. Räumen hier ein bisschen auf. Das sieht ja katastrophal aus. Den nehmen wir raus. Den nehmen wir raus. Den nehmen wir raus. Und die Punkte könnten... Na gut, der Einzelfahrer wird weg sein. Die sind auch raus. Wir haben hier unten noch den Konvoi mit 919. Den lassen wir nochmal stehen. Der Rest fährt hier hoch. So, ihr seht das. Wir haben hier jetzt schon eine ganze Zeit lang den Konvoi verfolgt. Ich weiß gar nicht, von hier ungefähr haben wir angefangen. Also wir sind schon gute 100 Kilometer mit den Jungs hier zusammengefahren. Das heißt, sind hier schon relativ weit reingefahren. So, Feindfahrt ausgeführt bestimmt nicht. So, hier haben wir nochmal 9 Überlebende. Die bekommen erstmal Vorräte von uns. Das sind die von dem Tanker. Alles Gute. So, nochmal schauen, ob bei dem Boot Überlebende dabei wären. Hier, Offiziere, nein. Okay. Das ist der Tanker noch. Aber der wird doch mehr als ein Rettungsboot runtergelassen haben. Nee, okay, der ist so schnell gesunken. Der hat nur ein Rettungsboot zu Wasser gelassen. Da ist ein zweites, ne? Rettungsboot 1, Wrack. Nee, da ist nichts. Nur das eine. Okay. Auf Seerohrtiefe. Seerohrtiefe. Wir sind auf Seerohrtiefe. Booster ist zu Bett gegangen. Horchraum besetzen. Da kommen die beiden. Rohr 2 geladen. 4 bis 9. 10 bis 20 Kilometer. Kurs auf diese Koordinaten setzen. So, die werden wir hier anfahren. Haben wir hier noch? 4 bis 9, 1 bis 2 Kilometer. Das sind die Wracks. Das waren ja auch Wracks. Ja, ein bisschen doof, ne? Wracks. Alles Wracks hier. Wir haben hier nichts mehr. Aber da war doch noch mindestens ein Schiff im Norden, oder? Kurs auf diese Koordinaten setzen. Betrachten
Sie es als erledigt, Herr Kaloy. Rohr 3, geladen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Wird erledigt, Herr Kaloy. Geräusche, das sind die Rettungsboote. Da ist auch Sinking Ship. Also hier ist nichts mehr. Auch sinkende Wracks, auch sinkende Wracks. Okay, wir werden halt alle mit angezeigt. Und Geräusche, das sind die Rettungsboote, die da rumpaddeln und da Geräusche machen. So, ansonsten haben wir hier alles weggeräumt, glaube ich. Okay. Okay, okay. Tauchen einmal auf. Aktuelle Tiefe 10 Meter. Rohr 5 geladen. Haben wir hier keine Kontakte mehr. Durchlenzen. E-Kompressor. Das brauchen wir alles nicht. Normale Beleuchtung. Alarm ist beendet. Jawohl. Gut, ich räume hier die Karte auf. Hier ist nicht mehr viel zu holen. Wir könnten die Rettungsboote noch anfahren. Aber ich gehe davon aus, dass wir definitiv noch mehr machen. So. 30% nur Auftrieb. Warum? Sind wir vollgelaufen bei dem Sauwetter? Ja, wir haben hier sehr viel Wasser im Boot. Das passiert natürlich bei diesem Dauerregen. Es läuft hier oben durch die Luke rein und die Männer müssen hier knietief im Wasser warten. Mal hier prüfen, da dürfte eins leer sein. Genau, da war die ganze Zeit eine exotische Frucht drin, deswegen konnte ich das nicht auffüllen. Und hier ist Käse rein. 17 Einheiten. Und hier mal ein bisschen Schweinefleisch. So. Dann einmal Torpedo-Check. T1 mit dem guten Zünder. Und im Bug-Torpedoraum wird gerade geladen. Noch 4 Aale plus den einen im Lager. Aber dreimal T2 jetzt verladen. Okay. Gut. Dann haben wir hier den Geleitzug relativ gut auseinandergenommen. Ich würde mir hier den 919er gerne anschauen. Ich gehe stark davon aus, dass der entweder so einläuft oder hier unten rausfährt. Das versuchen wir jetzt nochmal in Erfahrung zu bringen. Dafür Horchraum besetzen. Ja. Auf E-Motoren wechseln. Horchraum besetzen. Alle Maschinen stoppt, damit die Reichweite sich erhöht. Und natürlich hier zwei Mann weg. Da einen weg. Hier einen dazu. Und mal schauen, wo der Konvoi hier hinfährt. Ihr seht das, jetzt erhöht sich die Reichweite nochmal. Wir sollten ihn jetzt gleich wieder in die Peilung bekommen. Wird erstmal Auto speichern. Da ist er. 919. Der erste Kontakt war hier, der zweite Kontakt ist jetzt hier ungefähr. Also ganz grob den Kurs. So würde ich sagen. Das heißt, wir haben hier einen schönen Abfangkurs. Da, Entschuldigung, nicht verklickt. Um zu schauen, was wir dort noch auftun. 919, England auslaufend. Das könnte, glaube ich, lukrativer Angriff werden. Je nachdem, wie viele Kriegsschiffe da natürlich zwischen sind. So, tauchen hier einmal auf. Das ist alles okay. Auftrieb ist immer noch bei 41% hier. Auftrieb. Sind wir denn so voll Wasser gelaufen? Ne, ist wieder trocken gelegt, aber wir haben hier. Unser Boot hat neutralen Auftrieb. Okay. Der Auftrieb ist jedoch zu gering, um frei auszugehen. Der größte Teil des Schiffs ist unter Wasser und das würde sowohl die aussteigende Besatzung als auch das Boot selbst gefährden. Okay. Kompressor läuft hier. Lenzen nochmal durch. Damit wir hier die Druckluftreserven entsprechend wieder auffüllen oder aufgefüllt bekommen. So, aber bei dem Wetter, es läuft halt oben schneller rein, dass wir es unten rauspumpen können. Gut, ich glaube, wir haben hier aber eine relativ erfolgreiche Feindfahrt, ein bisschen chaotische Feindfahrt bzw. chaotischen Angriff hinter uns gebracht. Ja, unter Wasser konnten wir nicht attackieren, weil der Wellengang zu stark war. Über Wasser konnten wir schlecht attackieren, weil die Schiffe natürlich sofort das Zacken begonnen haben. Aber wir haben den Konvoi soweit auseinandergenommen. Keine Geleitschiffe dabei. Das muss man mal ehrlich dazu sagen. Das hat uns natürlich die ganze Sache leicht gemacht. Nur Empire-Schiffe und die Tanker. Alle nicht bewaffnet. Ich habe das vorher gar nicht kontrolliert. Ich bin mir nicht sicher, ob die Tanker eine Bewaffnung tragen können. Die Empires können es, glaube ich, nicht. Im Spiel zumindest nicht. Müssen wir weiter beobachten. Könnte gefährlich enden, wenn ich solche Aktionen normal mache und die plötzlich dann mit 20mm Kanonen oder 38er auf uns feuern. Genau, nächste Mission, nächste Folge, Verzeihung,
Dann hier Fahrt nach Süden, den Geleitzug hier abfangen, der auslaufend ist. Wir haben noch 6 Aale an Bord. Die werden wir auch noch verschießen. Ich werde mal schauen, ob wir auf besseres Wetter warten, dass wir ein bisschen einfachere Angriffe haben, weil die Fliegerei ist natürlich geblockt durch dieses Wetter. Das hilft uns. Auf der anderen Seite diese chaotischen Angriffszüge, die wir eben gefahren haben, möchte ich kein zweites Mal haben. Vielleicht habt ihr auch noch Tipps und Tricks, finde ich, wie ich bei dem Wetter besser attackieren kann oder ob ich vielleicht irgendwas vergessen habe. Tiefenruder war besetzt, Angriffsperiskop, das UZO, das muss natürlich berechnet werden. Das ist ja schwierig, vielleicht habe ich auch eine falsche Steuerung angewandt, weiß ich nicht. Trotzdem erfolgreich gewesen und wenn euch die Folge trotz aller Umstände und trotz etwas Chaos dennoch gefallen hat, würde ich mich über Likes und Kommentare sehr freuen. Vergesst unseren ersten Livestream am 28. Juni ab 18 Uhr nicht. Freitag, 28. Juni 2024. Ich freue mich auf euch. Ich hoffe, ihr euch auch auf mich. Und ansonsten sehen wir uns erstmal in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt, auf Feindfahrt mit U564. Bis dahin, alles Gute.